So wenig Kohle verdient Pamela heute mit Baywatch. Pamela Anderson, 55, ist mit ihrer Rolle als CJ Parker eine Ikone der 90er Jahre geworden. Die Blondine hat im ikonischen roten Badeanzug bei Baywatch 5 Jahre lang vor der Kamera gestanden und wird bis heute für die Serie gefeiert. In ihren Memoiren in Liebe, Pamela packte sie jetzt über ihr Leben aus. Dabei verriet Pamela auch, wie wenig sie heute mit Baywatch verdient. Laut Variety soll die 55-Jährige für ihre letzte Staffel der Serie 300.000 US-Dollar, circa 275.000 Euro, pro Folge bekommen haben. Mittlerweile kann die Show im Netz gestreamt werden. Was dem Star aber nicht so viel Geld einbringe wie damals. Wie Bild berichtete, verdiene die 55-Jährige gerade mal 1.000 US-Dollar, ca. 918 Euro, im Jahr durch die Streaming-Lizenzen. Ihr Co-Star und Produzent David Hasselhoff, 70, räume bis heute deutlich mehr ab. Er bekam damals nicht nur eine höhere Gage, sondern profitiere als anteiliger Eigentümer auch deutlich mehr von den Streaming-Services. Was sie damals für die Dreharbeiten bekam, sei ihr im Nachhinein zu wenig bei dem großen Erfolg der Serie. Die Produzenten von Baywatch haben ein Vermögen verdient, erzählte sie. Sie selbst habe nicht gewusst, wie sie ihre Gage richtig verhandeln solle, ich hatte damals einfach nicht die Möglichkeit, mich vertreten zu lassen. Oder das Know-how, gab die Schauspielerin ehrlich zu.